Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der 15. Folge vom Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Und wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Und ja, viel Spaß. Viel Spaß im Kies holen, ich warte hier eine Weile. Sehr produktiv. Vielen Dank. Was soll ich sonst machen? Ein anderes Fahrzeug nehmen und Kies holen? Ja, weil doch mein Schoko-Weihnachtsmann schlachten, den ich gerade gefunden habe. Ach, oh, noch Schoko-Weihnachtsmann gefunden. Nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Den brauchen wir wahrscheinlich gleich wieder. Mit beendet. Aha. 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 Okay, jetzt alles mit Kies jetzt ausgekleidet. Du. Bin ich wieder am Weg? Yay! Aha. Haben wir Kies gemacht, jetzt wurde auf das Kiesenfundament gegossen worden. Mussten wir selber nicht machen. Finde ich gut. Noch mehr auspacken. Barrierefreiheit gibt einen Fahrstuhl. Ach, hier. Baust du dir mal den Fahrstuhlschacht? Mit dem Kran? Oder willst du Beton gießen? Nee, ich baue den mit dem Kran. Möchtest du auch noch auspacken? Nö. So, dann platzieren wir mal den hier. Irgendwo. Wo der hinpasst. Hier ist vielleicht ein ganz guter Platz. So, dann wickeln wir das ganze Ding mal aus. Stoßen nicht mit Pascal zusammen. Ich habe irgendwie sehr, wie heißt das? Déjà-vu vom Hotel. Kann das sein? Ein bisschen. Beziehungsweise nicht Déjà-vu, sondern wir kommen Erinnerungen hoch. So. Dann gießen wir noch das Ding hier. Und auch noch die Ecke. Und dann ist das fertig. Und dann wurde das auch schon fertig gemacht. Na gut. Okay, also es wäre wirklich sehr viel mehr Arbeit auf hoch, denke ich. Ja, guck mal, wo sie doch Mittel genommen haben. Zumindest mit dem aktuellen Zeitbudget. Eine zweite Aufgabe gibt es gerade nicht, ne? Nee, du kannst doch mal keine Mobilkran oder irgendwas auch schnappen. Das stimmt. Und mitmachen. Aber sonst ist aktuell nichts zu tun, ne? Dann hole ich mir jetzt den Mobilkran. Und fahre jetzt mal zur Baustelle. Okay, weil dann wird Pascal schon fertig sein und ich muss doch nichts mehr machen. Und das ist dann total schade. Passiert das? Warum liegt denn hier ein Ding auf der Straße? Was für ein Ding liegt denn wo auf der Straße? Hier lag ein Deckenelement auf der Straße. Ja, mir fehlen Deckenelemente hier. Ne, es sind zwei, zufällig. Mehr als zwei.
Ja, da liegt noch eins auf der Straße. Mir fehlen vier. Okay, da liegen da noch zwei. Irgendwie sind welche plötzlich verschwunden, nachdem ich das erste platziert habe. Sehr gut. Hä? Warum liegen die da hinten? Kommst du das hinten hin, ansonsten würde ich das nehmen. Wer schneller da ist. Wohin kommst du hin? Nee, ich bin am Ende. Hui. Zack. Ja, du hast das letzte Teil schon, ne? Das letzte, ich bin gerade dran, das zu holen. Naja, okay, aber ja. Du kümmerst dich um das letzte Teil. Jo. Ich denke, dann sind irgendwie beim, falls du das erste genommen hast, dann sind die irgendwie in den Boden gebackt und deshalb wurden die halt resettet und so irgendwo anders hin. Das hatten wir ja auch beim Hotelbau, dass es dann irgendwo anders lag. Das habe ich dann, glaube ich, erst im Schnitt gesehen, dass es dort lag und wir haben den Schritt dann einfach übersprungen, weil ich es nicht gefunden habe. Ja. Ja. Manchmal sieht man im Schnitt dann auch Sachen, die man währenddessen gerade gar nicht gesehen hat, einfach weil es zu plötzlich ging. Und man sich auf andere Sachen konzentriert hat, wie reden. Ja. Oh, genau. Dann betonieren wir mal. Schon wieder betonieren? Okay, komm. Ehrlich jetzt. Der Warnblinker ist nur an, wenn man drin sitzt. Oh. Schon wieder betonieren? Tu mal die aktuelle Aufgabe an. Die nennt sich Decke betonieren. Wenn du willst, kannst du dir auch einen Betonkübel holen, ne? Will ich das? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du mir helfen willst. Den musst du ja trotzdem irgendwie mit Beton füllen oder irgendwas noch. Ja, das kann ich machen, aber ich komme hier halt gerade an den Rest nicht mehr dran. Da müsste ich dann erst umpacken. Okay, dann füll einfach von dem Ding einfach in meinen Betonkübel einfach rein und ich schütte den Rest dann einfach rein muss. Dann hebst du den hoch, hier hin, ich füll den voll und du bewegst ihn zum Rest. Oh. Junge, die arme Holzverkleidung. Ey! Warum knickt das Rohr so weg? Was soll denn das? Ach, weil der Dings im Weg ist, ja, der Haken, das Seil. Okay, voll. So. Ha. Ist ein bisschen wie irgendeine Mall. Weißt du, ich meine? Dass du so in der Mitte so einen freien Bereich hast, aber. Was sind das denn für Treppenstufen? Ich kann die nicht anhaken. Ah, ich denke, die liegen einfach nur so bereit als Deko. Oh ja. So. Wir betonieren so einen Abdau. Ja, hab ich lange nicht mehr gemacht, ne? Na, no. Abwechselnde Arbeit. Hast du denn mal Lust zu betonieren? Ich steck einen Kran. Können wir machen. Ich würde dieses Ding hier noch machen. Und wenn da noch mal was kommt, dann wechseln wir. Ja, machen so. Du meintest ja, glaube ich, schon wie zweites Obergeschoss oder so. Hier, ich betoniere dir einen Weg. Boah. Da kannst du deinen Fußabdruck hinterlassen. Guck mal, für mich schwebt sogar über dem nassen Beton. Ich versink nicht mal in dem oder kleb an dem dran. Ich schwebe einfach über dem Beton. Weiß ich, ich laufe drüber und ziehe noch ein bisschen gerade. Da, wo er nicht ganz gerade ist, der Beton.
Muss man in der Realität ja auch machen, ne? Na. Wenn man genau hinschaut, jetzt nämlich so kleine Ecken, wo mal so ein ganz klein bisschen weniger Beton zum Beispiel ist. Fundament ausheben. Willst du mich verkackeiern? Was sollen wir denn da zwischen den Gleisen jetzt ein Fundament ausheben? Oder bauen wir so einen Überbau hier? Ich wusste doch, dass irgendwas mit dem Bahnstrecker noch ist, wenn sie da den abgepflastert haben extra. Vielleicht hätte ich dir einfach den Muldenkipper hinstellen sollen. Ich habe in der Rede jetzt mal so einen Muldenkipper laden, nicht einfach so, so einen Berg mit auf den Bahnsteig draufzimmern. Und so gesagt, wir sollen ausgraben, wo die Erde hin soll, wurde uns nicht gesagt. Jetzt wussten wir, dass wir die Erde nicht auf den Bahnsteig kippen dürfen. Dass da auch Menschen dann langlaufen wollen. Am Ende ist es genauso da, wo die halt immer die Tür von dem Waggon ist. Genau. Da willst du so aussteigen. Das ist einfach so ein Erdbau. Jetzt ist auch zu spät. Nein. Komm, eine Latten. Kannst den Erdhaufen ja auch noch ein bisschen reduzieren. Denk dran, Erde ist Geld. Wir haben es dringend nötig. Ja. Wir müssen ein Millionenziel erfüllen, also. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit jeder Baggerschaufel wird weniger Volumen der Erde. Fast so, als würde. Es würde immer ein bisschen was verschwinden dabei. Was meinst du dazu? Was für ein Massehaltungssatz, Tobi? Naja, vielleicht wandelt der Bagger das ja in Energie um. Ja, stimmt. Über E gleich MC Quadrat ist er fähig zu. Das ist ja Einsteins Bagger. Wer weiß, wer weiß. Der Einsteinsbagger. Das könnte auch irgend so ein theoretisches Modell sein. Einsteinsbagger, Schrödingers Katze. Man kennt sie. Der Bauch ist so schlimm aus, die ihr gemacht habe. Ja. Dass du dort stabil stehst, das ist schon illegal. Ich sehe da kein Problem an dem Stand. Nicht, dass ich irgendwie schief stehe oder so. Nö. Also hier wäre es tatsächlich vielleicht gar nicht so schlecht, also gerade so für Multiplayer-Partien, dass du hier diesen Auftrag mit den Fundamenten, dass du den halt schon gleichzeitig bekommst, wie den Aufträge dort drüben. Ja. Von dem Hauptgebäude. Oder wenn du alle Fundamente gleichzeitig bekommen könntest. Dass oder, naja, ich finde einfach, dass der eine von der einen Seite und einer von der anderen Seite dann vorkämpft und dann zwei weitere zum Beispiel Abfahrer machen. Solange die halt nicht voneinander abhängen. Dass man die halt nicht in dieser strikten Reihenfolge machen muss. Also man hat das ja, genau, jetzt zum Teil... Dass du in der Mitte anfängst und dann dich nach außen arbeitest, nach links und rechts mit zwei Baggern. Und dann außen immer einer mit dem Dingens steht und dann abtransportiert. Nee, weil ich meinte gar nicht, okay, du hast nicht ganz verstanden, was ich meinte. Dieses Fundamente ausheben. Also ja, klar, dass du es halt alle gleichzeitig bekommst, hier die Aufträge von dem Bauabschnitt. Aber ich meinte, dass diese Bauabschnitte, dass ich... sozusagen drüben, bei dem Haus dort, das wir gebaut haben, vor einer Stunde. So, dass du das parallel zu dem hier kriegst schon. Genau. Oder halt andersrum. Weißt du, ich meine, klar, du musst dann hier halt auf dem Mittelbahnsteig aufhören, wenn du das dann drüben erstmal weitermachen musst, aber dass man sozusagen zumindest die Möglichkeit hat. Weil also das fände ich halt ziemlich arbeiten cool. Kann, so lange, wie man die beiden Dinger parallel voneinander machen kann, ohne sie zusammenhängen. Genau. Das fände ich ja, schon. Dann wäre es auf jeden Fall für größere Multiplayer-Partien besser geeignet. Was ich gehört hatte von Leuten, die das im
Multiplayer zu viert oder so spielen, wo die meinten, es gibt eigentlich immer mindestens einen, der rumsteht, der nichts zu tun hat. Naja, dann weil mehr als zwei oder drei nie arbeiten müssen. Ne? In einem Auftrag geht's dann halt nicht. Also bei einem musst du dann zwei Aufträge machen. Na, und ehe du zwei Aufträge bekommst, dann musst du auch erstmal eine Weile spielen. Ja. Gerade bei größeren Projekten. Also ich meine, wenn es halt so ein geteiltes Projekt ist, wo du halt hier so zwei Abschnitte zum Beispiel hast, so zwei Flächen, da ist es halt, bietet sich das ja eigentlich ganz gut an. Ja genau. Hier einer baggert und einer fährt ab und da drüben zwei, einer betoniert, einer fährt Kran. Beispiel. Das sieht so scheiße aus, wie ich es ausgebaggert habe. Das hast du super gemacht. Das ist die einzige Trümmerwüste. Das Zeug hier. So, noch ein Loch wird es, glaube ich, nicht sein. Guck mal, wie ordentlich du das gemacht hast hier. Sehr schön. Boah. Hat der Azubi noch mal mit dem Schäufelchen hier nachgeputzt, die Rennladekante. Ja, ja. Extra noch eine Kiesladung vom Kieswerk geholt, damit man das auch ordentlich. Mit so einem kleinen Schäufelchen da noch hingemacht, dass es perfekt aussieht. Ja, alles. Ja. Mit dem Lineal und Lot. Ja. Na, dann gehen Sie mal hier einen großen Kran rein. Achso, wir müssen gar nicht betonieren, ne? Nee, du sollst Kran fahren. Wir hatten gesagt, du willst nach dem Betonieren tauschen. Jojo. Dann nehme ich deinen Mobilkran, wenn du ihn euch eingelagert hast. Nee, der steht immer unten. Ich habe daraus gelernt, andauernd alle Sachen einzulagern. Lieber einfach die gesamte Baustelle mit allen möglichen Baumaschinen zubauen. Das ist deutlich sinnvoller. Natürlich. Wo muss das ganze Zeug hin? Wo ist denn ja die zweite Stelle? Ah, hier ist eine. Wo ist die andere? Mal umgucken hier. Ah, da. Blindfisch. Wetten, die habe ich gerade schon mal gesehen. Und alle Zuschauer haben sich gerade gedacht, Junge, du bist gerade dran vorbeigelaufen. Das nennt man die YouTuber-Krankheit übrigens. Naja. Wenn man in der Folge mit. Das so muss, glaube ich, gar nicht da drüben hin. Du musst das reden, dass einem offensichtlich. Pascal, Dinge linke nicht Seite, auffallen. Linke Seite. Oh, man muss einiges nach links, eigentlich nach rechts aussehen, das ist doch doof. Oh Gott. Ups. Bisschen kollidiert. Dann nehme ich mir einfach mal den Stahlträger und ich vermute einfach mal, der muss. Auf die andere Seite. Und dann würde ich den glatt mal transportieren. So, was ist das denn das letzte, was dort noch hingehört? Ist das Wellblech? Ja, das ist das Wellblech. Bahnsteig, Stahlpfeiler. Ah, okay. Also die Stahldinger, die kommen dann auf den Bahnsteig. Wie ich das gesagt habe mit dem Überbau. Und so eine Brücke. Den Bahnsteigzugang halt eben. Dachdeck. Vom oberen Stock des Gebäudes aus. Oh ja, genau. Also es sind halt noch die Pfeiler platzieren. Die Betonpfeiler und die Stahlpfeiler. Das ist das jetzt. Und machst du die Betonpfeiler hier? Und ansonsten haben wir dann noch halt nochmal ordentlich Betonierung, die ganzen Dächer bauen. Und dann war's das. Danke. Und weiter geht's. Oh, es geht direkt weiter. Naja, was ist jetzt mit eins der letzten? Also danach ist nur noch irgendwie Dächer platzieren oder so. Ja, also ich mache lieber erstmal die andere Wand. Die auf die Säulen hier zu zielen, das ist vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Nee, die mache ich mal, die Säulen.
kann es dann ja das probieren. Das ist sinnvoller. Ey, du hast ja eine Säule nicht voll gemacht, ne? Echt? Ja. Die allererste meinst du, ne? Ja, genau. Und selbst du doch schaffst, die Säule jetzt voll zu bekommen, ne? Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ah. Brauchen wir noch mehr Beton? Sie müssen sich entfernen. Ja, ja, ja schon. Ja. Oha, was ist das denn für ein krasses Bahnhofsgebäude hier? Mal schauen, ob ich mit dem Bierkran da rankomme noch. Ich glaube aber eher nicht. Brauchst du nicht. Das ist, glaube ich, auch der letzte Auftrag, ne? Ich weiß nicht, kannst du schon mal ins Fahrzeugmenü gehen und Fahrzeuge aufräumen. Oder kannst du den Betonkübel runterheben vom Dach? Den habe ich dort einfach abgestellt. Ich glaube, ich würde sogar rankommen. Ich weiß nicht, ob ich bis ans Dach komme, aber die Dinger könnte ich aufheben. So. Hätten wir das? Ich fand auf Mittel war das jetzt eigentlich ganz gutes Maß. Also manchmal hätte ich noch ein bisschen mehr machen können, aber alles im Allen war es schon in Ordnung. Ja. Das war so irgendwie 10 Ziele gleichzeitig abgeschlossen. War das so eine Soundüberlagerung oder was? So, jetzt dürfen wir einmal alles aufräumen. Jo. Der kann weg. Der kann weg. Die Pionierraub, die steht eh nur auf dem Hof rum. Diese Ampel ist echt nervig, ne? Hat das schon einmal gesagt? Hat das schon einmal einer gesagt? Blablabla. Was? Dings ist nicht möglich, weil da noch was drauf liegt? Oh, ja. Ach so, ich habe die Zugmaschine gerade. Ich hab mal abgestellt. Spannend, weil hier sind noch keine Außenwände dran. Was hier wird mit ohne Außenwände? Oder einfach nur so Durchgang ist. Dass man einfach hier durchgehen soll, dass es keine Wände geben muss. Ja, das kann sein. Und ob dann einfach noch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Metallplatten davor gesetzt werden noch. So, Baustelle räumen. Abgeschlossen. Sprich mit der Bürgermeisterin. Der neue Wartebereich ist modern und wirkt gleichzeitig einladend. Ein Ort, an dem man es auch mal längere Zeit aushalten kann. Es ist außerdem schön zu sehen, dass das alte Gebäude und damit auch ein Stück Stadtgeschichte erhalten geblieben ist. Wir hätten es auch eingerissen, so ist es nicht. How-to-Bedingungen begründen für... wir hatten nicht mehr Geld für mehr. Junge, das ist, das ist doch ein ordentliches Gebäude geworden, auch mit Verkleidung und allem drum und dran. Schön modern. Ja, es war Beton. Ja. Allgeiers Fassbräusel. Premium-Qualität. Gute Fassbrause, du. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt gegen diesen Zug fahre, weil ich denke, der braucht irgendwie noch eine Weile, um abzufahren. Kann der dann auch verschwinden? Ja. Schön. Müssen die Züge noch beide da? Ja, aber mir fällt jetzt gerade der andere Zug ab und wir wurden zurückgesetzt. Aber gut. Ja, wir wurden zurückgesetzt. Damit wäre es auch. Ich denke, wir haben hier ganze Arbeit geleistet. Beim Bahnhof. No. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Schau doch bei den Shorts vorbei.